Am letzten Wochenende fand in der Rhein-Mosel-Halle die Sitzung für Menschen mit Handicap statt. Bereits seit 1990 veranstaltet die AKK die Sitzung, die für die anwesenden Menschen mit teils schwerer körperlicher oder geistiger Einschränkung aus dem Großraum Koblenz ein echtes Highlight im Jahreskalender ist. Rund 600 Personen mit Handicap sowie viele weitere Zuschauer und die Aktiven der Koblenzer Vereine sorgten für eine vollbesetzte Halle. Dort bot sich ein stimmungsvolles Bild von fröhlichen und ausgelassenen feiernden Menschen. Die größte Karnevalssitzung ihrer Art in Deutschland zeigte eindrucksvoll, wie wunderbar der Karneval auch für Integration stehen kann. Auch das neue Tollitätenpaar ließ es sich nicht nehmen, der Sitzung beizuwohnen und mitzufeiern. Angekündigt wurden sie von dem bekannten Schengelchen Sandra Engel. Im Anschluss zeigte sich, dass die Stadt an Rhein und Mosel auch in diesem Jahr wieder eine echte Tanzsporthochburg ist. Viele Vereine und Gruppen, die der Koblenzer Garde- und Schautanzsport zu bieten hat, gaben sich die Ehre. Für die Schlagersängerin Miriam von Oss war der Abend ebenfalls etwas Besonderes. Sie präsentierte als Wirbelwind tolle Lieder, welche im Saal tatkräftig mitgesungen wurden. Das traditionelle Finale präsentierte auch an diesem Abend natürlich Torte die Banana alias Thorsten Schupp mit dem Kultlied Koblenzer Schengelche.